anheben, nach vorne abstützen, das Bein nach hinten herumführen, hinten über Kreuz, über Kreuz, über Kreuz, jawohl, und wieder hinsetzen. Okay. Zack. Eigentlich nicht so schwer. Man klemmt sich nur ein bisschen was ab. Ja, du musst lernen, nach oben zu pushen, weißt du? Warum Pusher? Mein Geschäftsfeld ist nämlich klein. Kein Problem. Okay? Also wie ihr wisst, ich arbeite gerade an meiner Squat-Technik. Ich habe ja mit Romano, das Video verlinke ich hier oben, einen Max-Kraft-Test gemacht. Und dort ist eigentlich rausgekommen, dass mir ein bisschen Beweglichkeit fehlt und auch ein bisschen die Technik darunter leidet. Und wir hatten gerade dazu einen geilen Workshop. Geht einfach so weiter. Ja, also bei einem Workshop ging es im Endeffekt darum, die Mobilität beim Squatten zu optimieren. Das heißt, wir haben uns quasi die Sprunggelenke, Kniegelenke, Hüfte, alles, was beim Squatten relevant ist, angeschaut, haben versucht, da die Performance ein bisschen zu steigern. Ist auch, denke ich, ein bisschen was hängen geblieben, hat sich so ein paar Sachen verbessert. Ja. Und ich denke, das kann man noch ein bisschen ausbauen. Genau. Der Workshop ist vorbei, du fängst jetzt an zu trainieren. Ich werde auch gleich nach Hause gehen, aber das Mobility-Training oder dein Einstieg, dein Warm-up werden wir jetzt einfach mal begleiten. Okay, super, gut. Machen wir, sehr gerne. Okay, wir fangen erstmal, dann gehen wir erstmal direkt so tief runter die Kniebeuge, wie du das schaffst. Auch wenn die Fersen dabei oben sind, ist es gar nicht so schlimm. Okay, nimm jetzt mal die Arme mal dazwischen, zwischen die Knie, üb so einen ganz leichten Druck aus. Die Knie müssen nicht so weit nach außen gehen, Hauptsache du pushst die so ein wenig. Okay. Und jetzt versuchst du in so eine leichte zirkulierende Bewegung hineinzukommen, sogenannte Circles. Dabei ist es wichtig, dass deine Füße auf dem Boden bleiben. Vielleicht spürst du es ein bisschen in den Schienbeinen, vielleicht in der Hüfte. Das ist voll jetzt krass, die Schienbeine. Ja, das ist meistens so. Ne? Weil deine Knie, die kommen nach und nach immer weiter nach vorne. Und wenn du hier richtig die schönen Kreise hast, dann siehst du einmal, sind die Knie etwas weiter hinten, über die Seite und irgendwann kommen die nach vorne. Das heißt, du darfst dich auch ruhig nach vorne lehnen. Ja, sodass deine Zehen sich richtig schön hier reindrücken. Ja. Ja? Dieses Gripping hier im Endeffekt. Und seht ihr den Unterschied hier, wie ich hier drinne hocke? Und ich kann gar nicht richtig sprechen. Wenn ich hier kämpfen muss und wie locker du da drinnen sitzt. Also diese Bequemlichkeit muss ich irgendwie langfristig auch reinkommen. Okay, jetzt wechsel mal die Richtung. Andersherum. Langsam müsste es aber besser werden. Hoffe ich jedenfalls. Naja, also meine Schienbeine geben gleich auf sozusagen. Die Schienbeinmuskulatur. Aber es wird ein bisschen geschmeidiger. Okay, jetzt ein bisschen aufrichten. Jetzt stütze ich mal mit der linken Hand nach hinten ab. Nur mit einer Hand, genau. Mit dem anderen greifst du so rum und versuchst, die ein bisschen zu rotieren. Jawohl. Und das zur anderen Seite. Mit einer Hand ein bisschen abstützen und rotieren. Wichtig dabei ist, versuch so aufrecht wie möglich zu bleiben. Okay, wechsel mal von rechts nach links. Ja, und dadurch bringen wir den Rücken ein bisschen in Streckung und gleichzeitig die Brustwirbelsäule in die Rotation. Genau. Sehr cool. So ruhig zu atmen, so weit wie möglich. Ja, komm doch mit dazu. Ich hab gerade gegessen, die Bauer. Ja, ich auch. Wenn man auch geht. Okay, komm wieder nach vorne. Ging auf die Schienbeine. Okay. Jetzt wechseln wir im Endeffekt. Das heißt, Füße aufstellen, Kniebeuge, Knie vor, Hocke. Okay. Ja, also kannst du erst die Füße aufstellen, Knie hochnehmen, setzen, Oberkörper dabei halbwegs aufrecht. Hab ich vorhin schon hingekriegt. Schuhe immer aus der Reihe, was sagst du? Normalerweise ist es besser, damit deine Füße auch arbeiten. Aber es kann einfach sein, dass deine Schuhe dir ein bisschen helfen bei der Positionierung. Ich hätte gehört. Ja. Und dann versuchst du, das Tempo zu variieren. Ne? Und je weicher du wirst, desto besser kommst du mit klar. Mit angehobenen Fersen, wenn jemand Probleme hat bei der Beweglichkeit, kann ich das natürlich auch machen. Dann mache ich quasi nur den hier. Das ist für jeden etwas gleich. Ja, so kriegst du jetzt bei mir überhaupt nur. Ja, dann versuchst du langsam ein bisschen tiefer zu kommen. Na, die Tiefe ist jetzt gar nicht so. Guck mal, die Tiefe ist jetzt so gar nicht das Problem. Mann. Das Umschalten hier. Ja. Okay, jetzt geht's. Folgendes. Setz dich nochmal hin. Mal ein Bein nach vorne, das andere Bein so ein bisschen raus. Ja, da wo du vorhin die Probleme hattest mit Innenrotation. Das Bein ist aufgestellt, das Bein ist lang. Und jetzt aus der Position hier hin. Aber das ist eine einfache, weil du sitzt, du bist ja schon in der Position drin. Und jetzt kannst du quasi hier die innere Rotation trainieren. Ne? Und du merkst auch, es geht besser. Wenn ich richtig hardcore bin, dann lege ich das Bein hin und das andere noch hier drüber. Wie bei mir komisch, aber geht sowas bei mir. Ja, wunderbar. Ja, und so kann ich ein bisschen Druck aufbauen. Hier, ja, hier und liegen lassen.
Schwieriger, du machst es ein bisschen schwieriger, weil du hast quasi hier einen rechten Winkel. Ne? Das heißt, wenn ich hier die Ferse eng habe, ist es leichter. Okay, wenn ich jetzt meine Knie hinbringe, merkst du, ach so, ist gut. Schwieriger. Ist so? Das heißt, ich kann hier durch den Kniewinkel noch ein bisschen variieren. Ja, okay, das erklärt einiges. Ne? Hier ist richtig schwierig, beziehungsweise hier ist schwierig, hier wird es leichter. Okay? Du musst dich auf der anderen Seite hier nehmen. Einfach ein bisschen umklappen. Und so guckst du einfach mal, wenn du merkst, okay, das ist zu läppisch, Fuß weiter vorne, den Winkel im Kniegelenk größer machen. Was natürlich auch ganz geil ist, dass bei mir immer das Problem ist, dass wieder unter Rücken halt immer so fest ist. Ja. Und durch diese Rotation lockerst du natürlich auch den unteren Rücken mit, weil ISG und Lendenwirbelsäule ja schön gegeneinander, ne, sich so ein bisschen mitbewegen. Richtig, das auch. Ja. Ich kann euch mal eine kurze Übung zeigen auf die Oberschenkelrückseite. Viele Leute haben die Probleme, wenn sie im langen Sitz sind, beim gelockten Knie an die Füße ranzukommen. Ne? Okay, das geht aber gut. Da ist der Vorteil, dass ich einen langen Oberkörper habe. Deshalb muss ich gar nicht so gedehnt sein. Das sieht sehr gut aus. Aber probiert mal Folgendes. Nimm mal die Arme hier so über Kreuz. Erstmal quasi den Oberkörper beugen und dann rotieren. So weit wie es geht. Und die Knie ganz entspannt lassen. Also wenn du hier bis nach innen verreißt und wenn deine Beine sich bewegen, dann ist egal. Versuch nur so weit es geht rum. Genau, nur in eine Richtung. Erstmal hier bleiben und ziehen und ziehen. Und dann einen Arm lösen und ein bisschen weiter in die Beugung und in die Rotation. So weit wie du kommst. Genau. Noch ein bisschen. Richtig klein machen, Rippen zusammen und lösen. Gleich auf der anderen Seite. Erstmal den Rücken weit frei, ne? Wenn du willst, dann müsst ihr gleich merken. Gucken wir mal, was bei dir frei wird. Erstmal ziehen und die Beine ganz entspannt halten. Und wenn du richtig tief kommst, einen Arm raus und ein bisschen nachziehen. Wahrscheinlich spürt ihr es im Rücken und nicht in den Beinen, ne? Seht ihr? Ja, okay. Wunderbar. Knie entspannt lassen, Füße entspannt halten, noch ein bisschen. 3, 2, 1 und lösen. Jetzt guck mal, ob du leichter nach vorne kommst. Ja, also nochmal gut 2-3 Zentimeter. Bei dir ein bisschen weniger, okay, aber, nicht so. Er kommt weiter nach vorne. Aha. Ja. Das sind noch so ein paar kleine Tipps und Tricks. Okay. Richtung Pistol Squats. Die mache ich auch ganz gerne in meinem, beziehungsweise ich mache eigentlich Pistols als Warm-up. Okay. Aber für Leute. Ich habe im Training eingebaut, so ein bisschen, aber es war ein Training, ja. Ja, also bei mir ist man wirklich aus dieser Position, ja, das ist aber Folgendes: Wenn du Probleme hast hiermit, sitzt du dich erstmal hier hin, das ist lang sitzt, der Fuß ist aufgestellt, machst du so einen kleinen Stomp und gehst quasi auf die Füße. Also das Bein hoch, rauf und vorne auf das Knie. Genau, ja, mit dem langen Bein. Anheben und sind die Hände, Finger auf den Boden und so schiebst du dich nach vorne. Genau. Und jetzt aus der Position ist quasi exzentrisch, genauso langsam zurück. Zurück, zurück, zurück. Jawohl. Mit den Händen nach vorne. Genau. Und zurück. Das, was du jetzt lernst, ist quasi die exzentrische Positionierung. Hierhin, in der Sprunggelenk. Und alles andere ist nur Kraft und noch ein bisschen mehr die Dorsalflexion. Ja. Das bei Pistols ist für mich eigentlich nur Koordination, also wirklich Zusammenspiel aller Muskeln. Richtig. Das ist so Kraft krass. Brauchst du nicht viel dafür. Naja, bei 130 Kilo Körpergewicht. Ja, aber auf jeden Fall. Du musst deinen Körper nicht kontrollieren können. Ne? Ja, also ich habe das letztens mit meiner Freundin gemacht und die hatte Muskelkater am Bauch gehabt. Und hat auch währenddessen einfach gemerkt, wie sie den Core richtig festmachen musste. Okay. Ja, du musst ja durch die Körpermitte runtergehen, also der Schwerpunkt, den auszuloten ist. Gar nicht so einfach für den Schwergewicht. Das stimmt. Ich zeige euch gerne noch eine Übung, die sehr gut ist für die Sprunggelenke bzw. um die Pistol ein bisschen zu erlernen. Kommt mal rauf in den Stand. Ich bin nicht kalt, dann kann ich ein bisschen kalt. Und zwar, das ist der sogenannte Kosaken-Squat oder Cossack-Squat. Ja? Ah ja, okay. Weißt du, wie ich kenne. Das heißt, man fängt ganz easy an, wie Lieschen Müller. Erstmal von dem oben, ne? Ein bisschen breit aufgestellt, Füße in der Außenrotation. Und dann gehe ich schon in so eine Art russischen Volkstanz, den ich langsam runtergehe. Genau, ja, aber wichtig ist, dass die Fersen eigentlich unten bleiben. Aber so kann ich quasi nach unten arbeiten und jemand halte ich hier und dann versuche ich natürlich nach und nach ein bisschen tiefer zu kommen, bis ich irgendwann einen tiefsten Punkt habe. Wichtig, das andere Bein außen rotieren und auf die Ferse. Ah, okay. Wow. Ah, in die Position. Genau. Ja? Krass, ja. Genau. Achte darauf, dass das Bein wirklich hier immer mit der Fußspitze oben genau. Immer in die Außenrotation in der Hüfte. Ja, okay. Ah, sieht schon besser aus. Aber dann den Fuß auf den Boden zu lassen. Ja, aber da fehlen noch 5 cm bei dir. Und wenn du das natürlich hinbekommst. Ich bin hier oben. Dann. Und das wäre jetzt auch, wenn du schon die Beweglichkeit hast, dann bleibst du hier unten und switch nur von einer Seite. Das ist ja aber aus dem Kampfsport, oder? Zum anderen. So, okay. Sag mal, wie schwer bist du?
86. Ah, doch schon. Okay. Oh, guck mal hier, guck mal. Ey, siehst du, schau mal. Aber dieser ist besser, ne? Das ist der R, ne? Eigentlich. Ja, ja. Das ist besser. Ja, guck mal, doch, guck mal. Beide Seiten. Geschafft. Mobility funktioniert. Ja, sehr cool. Ich steige da aus, glaube ich. Also ich habe die aber schon geübt vorher. Also so halt. Ja, ja, ich würde das auch lernen jetzt, ne? Aber sieht sehr gut aus. Dann komm, mach, die jetzt oben muss. Mach die vorauf. Das ist zwar scheiße schmerzhaft, aber. Form auf. Zack. Okay. Schön. Ich zeige noch eine für die Hüfte. Und zwar geht ihr quasi in so eine Art Höhensitz. Ja, das heißt ungefähr hier so 90 Grad, 90 Grad, so eine Art 90-90. Und jetzt aus der Position zum vorderen Bein versuche ich quasi rumzudrehen und das hintere Bein zu strecken bzw. innen rotieren. Das heißt quasi hier aufstützen, hinten nach innen rotieren. Wieder nach unten. Du müsstest eigentlich richtig schön entweder hier im hinteren Bein die Hüftbeuger oder vorderen Bein nicht so schön die Hüfte spüren. Okay? Nee, dann nochmal hinter mir. Hinter. Hinter. Oh, das ist eigentlich so der Gluteus Medius, bitte schön, wenn der Gluteus Form ist. Okay. Jetzt einfach mal die Knie switchen auf die andere Seite. Also Füße sind Drehpunkt. Wenn du musst wieder rauskommen. Setz dich wieder hin. Achso. Genau. Und jetzt quasi die Füße als Drehpunkt benutzen, oh jawohl, auf die andere Seite klappen, wenn ihr kurz ablegen und dann wieder zurück nach vorne. Wenn ihr nicht weiterdrehen, einfach zurück, wie du gekommen bist. So. Also wieder rechts zurück. Jawohl. Und dann wieder Hände abspitzen und wieder rein in die Position. Genau, versuch Hüfte so tief wie möglich zu halten. Genau, also wir haben einmal hinsetzen, einmal wieder Buchklappe, einmal Buch aufschlagen. Und wie war das noch ein bisschen? Ja, so ungefähr rechter Winkel. So eine, wieder zurück. So eine klassische Hüftmobilisation. Und rum. Jawohl. Okay. Noch einmal. Und lösen. Okay, jetzt zeige ich noch etwas, bevor wir die andere Seite machen, wenn ich wirklich einen verspannten Hintern habe. Okay. Ja, also wenn die Hüfte fest ist. Gucken wir in den Vierfüßler. Mal gucken, ob ich euch in die Position reinbringen kann. Sollen die Knie schließen. Wenn ich, muss ich auch sagen, für dich zum Vorteil, wenn ich sehr muskulöse Beine habe, dann kann es schwierig sein, in die Position reinzukommen. Okay. Ja? Die Beine überkreuzen, da fängt schon an. Das heißt, wenn ich richtig fette Oberschenkel habe, dann ist es nicht sehr schwierig. Hast du gute Beine. Ja, da sperrt der Muskel. Okay? Und jetzt versuchst du dich hinten hinzusetzen. Ohne zu kommen. Guck mal, wie weit du kommst. Ja. Du kannst dich auch entweder auf das Bein hinsetzen. Wenn er sperrt, geht's? Ich habe keine Ahnung, wie das sich anfühlt, aber also bleibt dabei liegen. Solange du keine Schmerzen hast. Oh. Der hey, ist egal. Komm uns nach vorne. Ist egal, wenn der Fuß nach vorne kommt. Auf den Boden. Nimm den rechten Fuß bis nach vorne. Jawohl! Du sitzt! Siehst zwar nicht sehr glücklich aus, aber du sitzt. Okay? Nimm den Fuß mal hier ein bisschen mehr nach vorne. Ja? Ja, genau. Ja, hier so. Jawohl. Okay. Aber ich muss schon sagen, also allein der Workshop, ich bin jetzt schon viel weiter als sonst. Obwohl ich Montag schwer gebeugt habe. Ja. Also, und jetzt nochmal hinterher. Siehst du? Aber sehr cool. Sieht gut aus. Fühlt sich auch nicht so schlimm an. Ja, ja, nein, das ist nicht so schlimm. Ja. Ja. Jetzt können wir natürlich ein bisschen leichter wechseln. Leichter wechseln, wenn du das vordere Bein nimmst und einfach mal die Beine ausstreckst. Ja. Ja, lass dir Zeit. Und jetzt einfach mal das andere Bein packen und hier rüber. No, das ist ein bisschen die leichte Variante. Mhm. No? Das heißt, ich kann entweder nur ein Bein rübernehmen oder ich habe das andere auch noch drunter. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Position bin, habe das Bein hier und ich möchte rauskommen, dann nehme ich das Bein hoch und wechsle auf die andere Seite. Ja? Das muss man sich erstmal. Bewegungsabläufe, mach nicht so viel mit uns, wir sind nur. Weißt du, was das Schöne ist? Jetzt weißt du, wie sich unsere Kunden fühlen, wenn du denen. Ja, so ist das, genau. Genau so ist das. Ja. Willst du es mal ausprobieren? Hier hin oder? Ne, mach nochmal, versuch mal dein linkes Bein, mach mal spiegelverkehrt, versuch mal, dich auf die Seite nach links zu stützen. Und dann hinten rum. Und jetzt das linke Bein, Ferse und das Gesäß ziehen. Jawohl, und dann wieder hinsetzen. Ja. Okay, wunderbar. Jetzt sitzt du wieder. Jawohl, jetzt sitzt du wieder. So, jetzt das vordere Bein. Anheben. Nach vorne abstützen, das Bein nach hinten herumführen, hinten überkreuz, jawohl, und wieder hinsetzen. Okay. Zack,
Eigentlich nicht so schwer. Man klemmt sich nur ein bisschen was ab. Ja, du musst lernen, nach oben zu pushen, weißt du? Warum Butter? Mein Geschäftsteil ist nämlich klein. Kein Problem. Okay? Und so kannst du im Endeffekt switchen. So, versuch dich mal hinzusetzen. Richtig auf den Boden. Oh. Füße ein bisschen auseinander. Jetzt wird's nämlich ordentlich. Das ist ja noch fast besser. Jetzt eine Steigerung. Ja. Für dich würde ich sagen, reicht komplett. Steigerung für dich. Ja. Okay. Du hast hier links ist eine geschlossene Seite. Ja. Rechts ist eine offene. Ja. Du machst folgendes. Schau erstmal zu. Offene Seite abschützen. Beine drehen. Ich gehe mal zurück. Moment. Ja, ich hab so viel Spaß. Genau, jawohl. Füße als Drehpunkt, rumdrehen, Knie über Knie, Knie über Knie. Das Bein muss mit runter. Ah, jetzt muss das rechte Bein über das linke drüber. Nee. Nee, umgekehrt. Rechte, so. Ja. Kommen wir mal hier hin. Rechts rüber. Jawohl. Okay. Jetzt ist hier offen. Ja. Deine, hier, da wo deine Füße ist der Drehpunkt. Du musst dann denken, du setzt dich hier mit überkreuzten Knien. Okay. Okay? Also kein Schneidersitz, sondern Knie über Knie. Das hier öffnen. Das hier in der Position, taucht das Knie richtig tief ab, geht runter und dann habe ich Knie, Unterknie strengen. So? Ja, du rotierst einfach zu wenig. Hier, das Knie kommt zuerst. Besser, und jetzt muss aber rüber das Bein, das rechte Bein muss rüber. Nee, oh, rüber, so. Also. Ja, genau. Okay? Okay. Dreh nochmal, links rum. Links rum. Okay. Jawohl, linkes Knie absetzen. Das rechte Knie muss tiefer rein. Muss tiefer rein. Ja. Ja, du musst versuchen, ja genau. Du musst versuchen, ein bisschen mehr zu drehen. Okay, ich habe schon maximal gedreht. Okay, aber es sind geile Sachen. Wirklich. Das ist echt cool. Vor allen Dingen, du brauchst dann keinen. Du bist warm. Ja. Ich fange langsam an zu schwitzen. Und jetzt kannst du direkt schon zum Aufwärmen. Ja, und du kannst jetzt direkt squatten. Du hast alle wichtigen Muskeln, die beim Squat beteiligt sind, sind mit dabei. Du hast sogar ein bisschen Rotationen gemacht. Außer Handgelenk. Außer Handgelenk. Ich nicht dabei. Außer die Handgelenk kann man noch ein bisschen machen. Ist ein Running Gag aus dem Workshop. Ich kann euch auf Bodybuilding Rev den Workshop angucken. Ne? Okay, das war mein Warm-up. Cool, dann danke ich dir. Wer noch Interesse hat an mehr solchen Skills, der geht zu. Am besten gehst du auf die Seite www.release-fitness.com. Machst du bestimmt einen Link in die Beschreibung unten, ne? Guck doch mal rein. Und zum Camp. Und natürlich zum Camp, zu unserer athletischen Convention. So sieht's aus. In diesem Sinne, lasst einen Daumen da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Lasst zwei Daumen da. In diesem Sinne, ciao, ciao. Patrick Meiner, bitte auf, Leute.